willkommen, liebe Leute, zu einem neuen kleinen Projekt hier auf unserem Channel of Bro Video. Und zwar spielen wir World of Warship. Für die, die es nicht kennen, vergleichbar wie World of Tanks oder vom Prinzip her genau das gleiche wie World of Tanks, nur dass das Ganze hier entsprechend auf dem Meer stattfindet mit Kriegsschiffen. Und ja, wie ihr seht, ich habe schon mal ein wenig gespielt oder vielleicht auch sogar schon ein bisschen mehr. Einige Matches haben wir schon auf dem Kasten. Habe dementsprechend schon einige Schiffe freigeschaltet bzw. erforscht. Forschen muss man hier in diesem Spiel. Und ja, das seht ihr auch hier unten. Ne? Das sind zum Beispiel, oder beziehungsweise das Spiel fängt so an, dass man die Wahl hat zwischen vier verschiedenen Schiffen von vier verschiedenen Nationen. Das sind einmal die Amis, die Chinesen, die Japaner und die Deutschen quasi. Ja, alle Mächte so auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Viele Schiffe sind auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Und steigert sich dann, ich weiß nicht, vom Alter her, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man halt mit jedem einzelnen Schiff einige Matches machen. Dadurch bekommt man Forschungspunkte, Erfahrungspunkte, Geld bekommt man und dementsprechend kann man halt die einzelnen Schiffe upgraden beziehungsweise entsprechend dann auch neue Schiffe forschen. Und ja, so habe ich bereits einiges hier bei den Amis erforschen können, denn ich habe mich für die Amerikaner entschieden. Und da habe ich jetzt aktuell die Phoenix, die seht ihr auch hier. Das schöne Schiff. Und ja, Module, das kann ich euch hier gerne nochmal zeigen. Das ist dann quasi halt dieser Erweiterungsbaum. Das sind quasi eigentlich die Dinge, die man schon drin hat. Und hier kommen dann noch andere Dinge, die man dann nach und nach für Erfahrungspunkte und auch Geld dann dazu forschen kann. Sprich einfach, dass man mehr Kanonen hat, dass der Rumpf einiges mehr standhält und ja, so weiter. Und hier sehen wir dann, das ist das nächste Schiff, was wir erforschen können. Dafür fehlt aber auf jeden Fall noch einiges. Das ist die Omaha. Sehr, sehr schick auf jeden Fall. Und da arbeiten wir jetzt hin. Hier sieht man auch, es ist ein Kreuzer Stufe 5. Auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und ja, können wir uns aktuell noch nicht leisten. Da fehlt noch ein bisschen was. Von daher spielen wir jetzt weiter mit der Phoenix. So, dann gehe ich mal direkt hier auf Gefecht. Wir spielen im Player vs. Player Verfahren. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele in einem Team sind. Ich glaube, 10 sind in einem Team und dementsprechend spielt man dann halt 10 gegen 10. Ne, Kreuzer, Schlachter, alles mit dabei. Flugzeugträger kann man spielen. Ich glaube, die machen nicht ganz so viel Spaß, weil da steuert man eigentlich mehr die Flugzeuge. Oder was heißt, man steuert sie nicht direkt, sondern man kann ihnen halt quasi Befehle geben, was sie zu tun haben. Hier sieht man auch, hier sind auf jeden Fall zwei Flugzeugträger auch mit dabei. So direkt schießen, ich weiß es nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Flugzeugträger auch irgendwelche Kanonen abfeuern können. Habe ich ehrlich gesagt in den Matches, die ich bis jetzt gespielt habe, noch nicht drauf geachtet. Ist aber nicht auszuschließen. Und bis ich mir einen Flugzeugträger freischalten kann, das wird noch einige Folgen dauern, wo ihr hoffentlich mit dabei seid. So. Dann schauen wir mal, was uns hier gleich erwartet. So, das ist, unten rechts seht ihr auf jeden Fall die Map. Okay, es geht direkt schon los. Ich schau mal kurz hin, was hab ich denn hier? So, hier sind auf jeden Fall einige Schiffe mit dabei. Unten links seht ihr quasi entsprechend einmal unseren Kompass, darüber unser Schiff. Ihr seht, 24.000 von 24.000 Heilpunkte haben wir. Und wir starten mal mit drei Viertel. Temperatur. Die Phoenix ist auf jeden Fall ein, ja, auch gleichzeitig ein Torpedoschiff, ein Torpedoboot, denn ganz unten seht ihr quasi, was wir für Munition gelagert haben. Auf Nummer 3 ist dann auch, sind dann auch unsere Torpedos, also das heißt, dafür müssen wir aber schon ein bisschen näher dran. Der Vorteil aber auch bei diesem, bei der Phoenix ist, dass die eine unheimlich weite Reichweite hat, im Vergleich zu diesen normalen Kreuzer, die ich sonst spiele. St. Louis werden wir auf jeden Fall nächste Runde mal spielen, zeige ich euch mal. Denn die Phoenix, die kann auf eine Entfernung, ich weiß es gar nicht, 13,5 Kilometer schießen. Und die St. Louis zum Beispiel nur auf 10,4, und das ist natürlich schon ein krasser Vorteil. Dementsprechend hat sie aber auch nicht so viele Schuss, so viele Kanonen an Bord, wie es die St. Louis hat. So, ich weiß gar nicht, wie viel es hier sind. Insgesamt, ich glaube, 16. Da haben wir schon die ersten Treffer. Dann verteilt natürlich auf beide Seiten. Ich
Okay, da kommt einer auf jeden Fall schon auf 9,7 Kilometer dran. Der müsste auf jeden Fall schon mich beschießen können. Von daher drehen wir mal ein bisschen ab. Mit ein bisschen Tempo. Und ja, das ist... Es gibt halt Kanonen oder Torpedoboote, die können halt quasi diese Rauchwolke, die ihr da seht, erstellen. Und dadurch werden die halt quasi in gewissen Winkeln unsichtbar für uns. Oh, hier, schöne Treffer. Komme ich da noch rüber? Ah, da weiß ich nicht, ob ich getroffen habe. Wie sieht das hier aus? Gefühlt bin ich hier irgendwie ziemlich alleine. Okay, da ist der Flugzeugträger. Die drehen auch schon ein bisschen ab. Konzentrieren wir aber mal unser Feuer weiterhin hier drauf. So, wo ist denn dieses kleine... Da steht es. Okay, dreht ab. Da bringt es nichts mehr drauf zu schießen. Oh, kommen da Torpedos drin? Nein. So, da komme ich nicht mehr dran. Die sind außerhalb der Reichweite. Was ist mit dem? Da komme ich hin. Ich hoffe, ich komme da auch drüber über den Felsen. Ja, das sieht aber gut aus. Entfernung 13,5 Kilometer. Der kann mich auch treffen. Okay, ich habe ihn getroffen. Und da ist er auch schon wieder raus. Natürlich gibt es Schiffe, die schon ein höheres Level haben und dementsprechend auch natürlich weiterkommen von der Reichweite. So, der kriegt auf jeden Fall auch gut. Da bin ich auch schon getroffen worden, wie man gerade gespürt hat. So, was ist mit denen denn? Der ist außerhalb, für mich zumindest. Was aber nicht bedeutet, dass ich außerhalb seiner Reichweite bin. So, dann versuchen wir mal hier ein bisschen was abzuschießen. Kommt dann. Und wir nehmen mal ein bisschen Fahrt raus, weil wie gesagt, diese Phoenix, dadurch, dass es halt auch gleichzeitig ein Torpedoboot ist, hat das auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Was sie auch, oder was es für die Gegner schwer macht, mich zu treffen, wenn ich halt quasi mit Vollgas flüchten möchte. So. Der verschwindet in dem Fels, da kann ich halt nichts mehr machen. Okay, die schießen auf mich, ich kann die auch markieren. Dann sind die sozusagen im Fokus meiner Flak. Der schießt auch auf mich. Eieieiei. Das Schöne ist, ich kann hier auf T drücken. Normalerweise bekomme ich dann immer ein bisschen was wieder von meiner HP, aber irgendwie hat das gerade scheinbar nicht funktioniert. Komme ich darüber? Nein, natürlich nicht. Okay, ich würde sagen, wir ziehen uns mal ein wenig zurück. Versuchen quasi hier durchzufahren, damit wir da rüber schießen können. So. Oh nein, sorry. Alter, den habe ich nicht gesehen. Die New York, was ein Schiff. Was ein Schlachter. Der geht auch kein bisschen beiseite, ne? Und so kann man jetzt schön das Feuer auf uns beide richten. Okay, weg hier, weg hier. Soll er doch lieber sein Feuer auf ihn konzentrieren. Oh, der schießt aber auch schön weit. Oder die New York. Wie auch immer. So, 6,4. Schauen wir mal, ob wir da rüberkommen. Nein, den kriegen wir leider nicht zu fassen. Der ist zu nah dran. In dem Winkel können wir nicht schießen. Da sehe ich auch nichts mehr. Ja, und dann seht ihr links oder rechts neben dem Kompass, da habt ihr dann entsprechend die Geschwindigkeitsanzeige. 34,5 Knoten, sehr, sehr viel im Vergleich die St. Louis, die ich eigentlich mit am liebsten spiele, weil sie halt viele Kanonen hat, die schnell nachladen. Zwar nicht mit der härtesten oder übertriebensten Durchschlagskraft, aber ja, geben schon Wumms, wenn da eine ganze Salbe mal sitzt. Und die fährt im Vergleich so, ich weiß es gar nicht genau, so um die 22 Knoten. Also das ist auf jeden Fall schon ein krasser Unterschied. Und wie gesagt, und die ist halt viel, viel beweglicher. Oh nein, gut, dass ich da geguckt habe. Torpedoschiff ist das? Okay, der ist versenkt, sehr gut. So, das sieht hart aus. Also oben erkennt man auch, natürlich geht das wie bei jedem Capture the Flag. Man kann hier die Punkte einsammeln, bekommt dann entsprechend für eroberten Kreis, ihr seht das mit ABC, 4 Punkte pro, keine Ahnung, Sekunde, was weiß ich was. Und natürlich gibt es auch Punkte für Abschüsse. Und da ist immer die Frage, entweder erreicht man 900 oder 1000 Punkte, oder aber man zerstört alle Schiffe. Und ich glaube, in dem Fall wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass die alle Schiffe von uns platt machen. Denn ihr seht auch ganz oben, wir haben bereits 4 Schiffe verloren und die erst 2.
So, dann hauen wir hier mal ein bisschen mit drauf. Machen mal ein bisschen Fahrt raus. Okay, der kriegt ja auch. Okay, der ist schon down. Okay, ich werde auch beschossen. Von da. Torpedo. Okay, wieder wechseln. Okay, jetzt heißt es wieder Vollgas geben. Okay, der verschwindet dahinter. Sehr gut. Okay, dann muss ich mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. Okay, dann versuche ich da nochmal ein bisschen was drauf zu rotzen. Der fährt ja so schön gerade. Ah, der dürfte sitzen. Boah, minimal vorbei. So, was macht er? Er kommt wieder zurück. Okay, ein paar schöne Treffer. Ey, wie viele Schiffe wir schon verloren haben, ey. Unglaublich. Das ist aber auch ein bisschen schwierig, wenn du Teams hast, die sich nicht gegenseitig absprechen können. Das ist auf jeden Fall schon ein guter Vorteil. Die Omaha, ich bin mir gar nicht sicher, wie weit ich schießen kann. Normalerweise müsste ich, glaube ich, gleich raus sein. Ich hoffe es zumindest, weil gleich bin ich auch down. Okay, das habe ich noch ausgehalten. Lange werde ich es aber nicht mehr aushalten. Okay, dafür ist sie aber jetzt zerstört. Sehr gut. So, was kommt denn von hinten? Da sind doch gerade eben... Hat doch irgendein Schiff die Verfolgung aufgenommen. Ich hau da einfach mal ein Torpedo in die Richtung. Wie man schön sieht, drei Stück schwimmen jetzt in die Richtung. Natürlich nicht unendlich weit, ich weiß es nicht. Bis zur Öffnung, bis zur Bucht quasi dort müsste es reichen. Dahin müssten sie kommen. Und da sehe ich noch... Ach, da ist er schon. So, jetzt nehmen wir mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit raus. Denn mein Empfinden in dem Spiel ist auch, dass... Je langsamer man fährt, desto genauer schießen die. Und von daher, den müssen wir auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen platt machen. 16.000 hat er noch. Jo, da kriegt er auf jeden Fall gut. Wer weiß, vielleicht geht hier ja noch ein bisschen was. Okay, er schießt auf mich, das heißt... Wegdrehen, 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 wegdrehen... Oh mein Gott. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein zweites Schiff, was ich jetzt aktuell nicht sehe. Da ist es. Die Nürnberg. Okay, ein deutsches Schiff. Mal ziemlich krass verfehlt. Kann ich sie schon angreifen? Ja, kann ich. Mit einer kleinen Salve. Okay, kein Treffer. Okay, sie hat auch wieder verfehlt. Ja, die jagt mich natürlich. Also jetzt bin ich natürlich ein schönes Ziel, nur mit 2354. Da möchte natürlich jeder gerne abstauben. Ah, krass, ey, sie kann auf jeden Fall weiter... Oh nein, das sind Fehler, die nicht passieren dürfen. Denn am Ende dieser Map hier kommt man nicht weiter. Da bleibt man dann quasi hängen. Und wenn man dann auf einmal, keine Ahnung, irgendwie mit 30... Knoten fährt, schön entkommt und dann auf einmal hängen bleibt, ist man natürlich ein, ja, gefundenes Ziel für die. Okay. Ei. Okay, ich lebe noch. Versuchen wir mal ein paar Torpedos in die Richtung zu hauen. Ich kann mich noch ein bisschen heilen. Okay, hat leider nichts gebracht. Fuck it. Schade. Egal, wie viele Abschüsse haben wir? Ein. Oben rechts seht ihr auch die Bilanz, die wir haben. Wir haben auf jeden Fall 35 Direkttreffer, sind das, meine ich, zwei Durchschläge. Zwei Schiffe haben einen Brand gesetzt oder zweimal ist durch einen Treffer von uns ein Schiff in Brand gesetzt worden. Eins, das heißt bei Basisverteidigung, das bedeutet, ich bin da in diesem Kreis, in diesen Eroberungskreis mit reingefahren, habe ein paar Punkte gesammelt. Und ja, oben rechts, ein Schiff habe ich mit einem direkten Treffer von mir zerstört. So, dann schauen wir mal, was das Team noch macht. Also ein bisschen Zeit haben sie noch. Wir können hier mal ein bisschen hin und her switchen.
um zu gucken, was unsere Teams hier machen. Ja, das ist hart. Also was da noch wartet im Hintergrund, die Independence, dann die Königsberg. Ja, das sieht nicht gut aus. 2-4-6 gegen 2-4-5 Schiffe, okay. Aber da kriegt sie gut hier. Was ist das für ein Schiff? Die Kongo. Kriegt da ordentlich Breitseite. Okay, die rammen sich jetzt scheinbar. Ja, krass. Gegenseitig ausgeschaltet. Gibt tatsächlich einen Erfolg in dem Spiel. Ein Erfolg oder irgendwie extra Erfahrungspunkte, wenn du quasi ein anderes Schiff rammst und es dadurch zerstört wird. So, mal schauen, was hier unser Airwolf gegen Dr. Heisenberg machen kann. Der sollte auf jeden Fall aufpassen, wo er hinfährt. Denn sonst gerät er aufs Wort. Sonst gerät er nämlich in die Situation, in der ich schon mal war. Bin einfach blind gefahren. Ich meine, es kommt ein Warnsignal tatsächlich, bevor man gegen so einen Felsen fährt. Allerdings manchmal, wenn du einfach von allen Seiten beschossen wirst, achtest du einfach nicht auf dieses Warnsignal. Was eigentlich schon laut zu hören ist, aber manchmal ist man dann einfach so drin, hört man es nicht. Und ja, in meiner Situation war es dann einfach so, dass ich dann halt dieses ignoriert habe, unbewusst ignoriert habe, wie er jetzt scheinbar auch. Und dann hing ich da nämlich in der Wand. 4 Kreuzer hinter mir, die mich dann halt schön auseinandergenommen haben. Ne? Ja, so ist das. Holt er ihn sich dann wenigstens noch? Kriegt auf jeden Fall... Ah, die Independence, das ist der Flugzeugträger. Ah, okay, alles klar. Ja, somit ist das mittlerweile von den Schiffen, von der Anzahl der Schiffen her ausgeglichen. So sind auf beiden Seiten noch 3 Schiffe. Naja, die Kongo, wie wir sehen, mit 48.131 Heilpunkten. Natürlich sehr schwer zu knacken. Naja, aber hier 37.090, die New Mexico. Ey, was für krasse Schiffe die schon haben. Aber wenn man jetzt mal schaut, so auf die Kanonen. Bei manchen Schiffen, das ist zum Beispiel die South Carolina, die ich auch schon habe, dauert das einfach so ewig, bis die Schützkanonen sich gedreht hat. Wenn man zum Beispiel die ganze Zeit einen auf der rechten Seite beschießt, hat ihn zerstört und dann will man auf jemanden angreifen, der auf der linken Seite ist von dem Schiff, hast du entweder die Möglichkeit, du drehst dein Schiff, was auf jeden Fall die schnellste Variante ist, oder du drehst einfach die Kameraperspektive, sodass die Kanonen sich drehen. Aber bei der New Mexico, South Carolina, die ich habe, dauert das einfach ewig. Von daher, das ist manchmal schon ratsamer, halt schneller das Boot zu drehen, was bei den Schiffen aber auch nicht so einfach ist. Wie jetzt zum Beispiel im Vergleich zu meiner Phoenix. Bei der ist es so, die ist ja super beweglich, super schnell und diese Schiffe sind genau das komplette Gegenteil. Super langsam, kaum beweglich, aber dafür haben die halt eine enorme Durchschlagskraft, das ist halt deren Vorteil. So, die Kongo noch 35.000, 2 Schiffe hat unser Gegner nur noch, sehr gut. Da wurde das Blatt Battle Ends in 5 Minutes, okay. Aber ich vermute, es könnte für Rot reichen. Denn das Spiel endet immer entweder, wenn alle Schiffe zerstört sind oder eben diese 1000 Punkte erreicht wurden. Und wenn es nämlich in dieser Geschwindigkeit weitergeht, 27.000 Punkte hat er noch. Jetzt kommt da ein anderes Schiff noch mit dazu. Wo ist denn unser Dritter? Der ist hier. Okay, der kommt schon mit Gas dahin gefahren. Ey, das ist doch auch eine Phoenix. Ist das eine Phoenix? Nee, eine Murmansk. So, soll er auf jeden Fall mal ein bisschen Gas geben. Damit wir es noch schaffen. Denn natürlich gewinnt man, gibt es mehr Erfahrungspunkte. So, was ist denn mit ihm hier? Er ist fast weg. Scheiße. Guckt nicht nach vorne. Okay, die Königsberg da hinten hat auch nicht mehr so viel. So, was machst du? Genau, konzentrierst dein Feuer auch auf das Schiff, das ist clever. Den erstmal rausnehmen. Und du... Ja, 12,5, scheinbar noch zu weit weg. Ah, doch, da geht's los. Ist aber auf jeden Fall vergleichbar mit der Phoenix, halt das japanische Gegenstück zu der Phoenix wahrscheinlich. Vermute ich einfach mal, ohne zu wissen, aber was die Japaner für Schiffe haben, wie die heißen. Aber so schnell wie er fährt, so wie er sich bewegt und die Anzahl an Kugeln, die da rauskommen oder Kanonen,
spricht auf jeden Fall ganz für eine, für das Gegenstück der Phönix bei den Japanern. So, kommen schon 15.000. Wie sieht's da hinten bei euch aus? Okay, jetzt bin ich wieder da. Hey. Okay, jetzt. Ah, der ist immer noch am Leben mit 804. Das geht nicht. Das dauert zu lange. 925 Leute, das wird knapp. Komm, 78. Okay, 2 gegen 2, 2 gegen 1. Okay, jetzt heißt es für ihn hier, drehen Kanonen auf die Kongo und gib ihn. Und das, schaffen wir nicht mehr. 976, 980. Oh nein, ey. Wäre es ein bisschen schneller gewesen, hätten wir es tatsächlich noch geschafft, aber so wird es zu knapp. Alter, rotz drauf, aber nee, das schaffen die nicht mehr. Ich meine, da muss jetzt ordentlich einstecken, die Kongo, aber dann wird nichts mehr. Ne, jetzt ist vorbei. Schade, ey, schade, ey. 2-3 Minuten länger, dann hätten wir das Ding hier auf jeden Fall geholt. So, da sehen wir 80.541 bekommen wir, 850 Stern, 41, ja. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wofür die stehen, aber werden wir auf jeden Fall im Laufe der nächsten Folgen herausbekommen. Und ja, dann war es das auf jeden Fall erstmal für die erste Folge. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Denato in den nächsten Folgen auch mit dabei sein wird. Oder was heißt gut vorstellen, er ist auf jeden Fall in den nächsten Folgen mit dabei. Denn er suchtet das ähnlich wie ich momentan. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann würde es uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch machen und über jeden Kommentar freuen wir uns auch. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall sehr unterstützen und ja, in dem Sinne, macht's sehr gut und haut's da rein. Ciao, ciao.